So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Und ich habe ganz vergessen, hier unten drauf zu klicken. Deswegen habe ich das Spiel eben die ganze Zeit weiterlaufen lassen. Yay! Ach ja. Den ganzen Tag über nichts anderes zu tun, als am Rechner zu sitzen und darauf zu warten, bis die Sachen gerendert sind. Das ist schon ziemlich cool. Vor allem bei dem Wetter macht das ganz besonders viel Spaß. Ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg! So, und genau dafür habe ich das jetzt alles angelassen und laufen gelassen. Schade, dass man das Buch nicht mitnehmen kann. Aber es ist halt eben schon so von der Zeichnung her so, dass man erkennen kann, dass man es nicht mitnehmen kann. Was ist das hier für ein Symbol? Redet ihr nicht mehr mit mir? Ihr Doofköpfe. So, gehen wir mal raus. Ich glaube, ich habe hier alles schon erledigt soweit und dann schauen wir mal, was der neue Tag uns bringt. Zuallererst einmal bringt der neue Tag mir, dass ich abspeichere, weil das habe ich davor ja nicht gekonnt, weil ich dies... Ihr wisst schon. Ich mache einfach neues Dings hier. Kostet ja nix. Speichern. Oder hier oben. Hier oben speichere ich das mal. Einfach so, zack, hier speichern. Ja. Schön. Und ich stehe voll auf den Soundtrack. Hatte ich davor in der letzten Aufnahme erwähnt, dass sie hier voll die gute Stimme hat? Yeah, yeah, yeah. Das fette Ding ist weg. Das runde Ding. Wir wollen ja hier niemanden diskriminieren. Ich sehe keine Stunden oder Minuten. Sieht eher aus, als ob die Uhren hier bei den Mäusen die Tageszeit anzeigen. Naja, aber ist ja eigentlich dasselbe. Ja, eigentlich schon. Moment mal, wieso wollte ich da oben hin? Ich will hier rein. Blausaft, ich komme. Oh, wie süß. Hier riecht's aber gut. Eine Leseratte. Und irgendwie auch nach Kräuterbonbon. Nanu? Na, du Leseratte. Ich weiß, das ist ein... Wie heißen die Dinger? Maulwurf. Das ist ein Maulwurf. So, ich nenne das Ding einfach Leseratte. Weil es... Hallo. Guten Tag, mein Freund. Moment. Ihre Stimme kenne ich doch. Ludwig Gräber, der Name. Fellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Stimmt. Ich habe sie schon mal im Radio gehört. Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Ja, ich muss da mal wieder, weil das interessiert mich gar nicht. Was hat das Ding für ein Problem? Sie sind also Radiomoderator? Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und selbe Maulwurf Stelle. Am Abend. Selbe Welle. Mit Sarazza und Gronk. Nur auf My Video. Ups. Oh, was ist... Wieso hängt das schon wieder so? Diese doofe Bewegung... Gibt es Hoffnung, dass sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Deine feuchte Aussprache? Was? Aber ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden sie den Fans erklären, dass sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, Sie können doch nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Knack dir ne Nusshörnchen, wie die Jugend heute sagt. Nein, um mich dazu zu bringen, meinen Sendebetrieb einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zukleben. Er kann mit dem Bauchnabel sprechen?
kann mit seinem Bauchnabel sprechen. Oh, diese Schabbelde! Was ist los mit dem Ding? Hey, Maus. Dadurch geht meine Framerate voll runter. Ich wollte auch immer mal zum Radio. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein. Pfiffig? Ja, versuch einfach mal mir eine Vorlage zu geben, die ich gekonnt kontern kann. Ja? Ich... was soll ich denn sagen? Was Lustiges. Ah, okay. Also, warum überquert das Huhn die Straße? Das wird nichts. Der Witz kommt hier in Mauswald sehr schlecht an. Vertrau mir. Oh, okay. Versuch mal, was Passendes für unser Publikum aufzutreiben. Dann probieren wir es nochmal. Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Nein. Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender... Niemals. Was? Über mein... Wie werden... Mit Feuchten. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es... Oh, Sie können doch nicht machen. Nein. Okay. Ich wollte auch immer mal zum Radio. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein. Okay. Gibt es Haupt... Mit Alpen? Über meine Wäsche. Wie? Mit was zum... Nein. Oh, Sieg. Mach ich auch keine... Nein. Hab ich eben irgendwo draufgeklickt schon wieder? So. Ja, ich glaube, dann habe ich alles hier. Ich muss dann... Auf bald. Und denk dran. Welle Sumpf, 100 Maut... Irgendwas stimmt hier nicht. Ein ganzes Fass voll mit kleinen Kuchen. Und niemand da, der sie isst. Seltsam, was? Diese Napfküchlein sind Ullis Lieblingskuchen. Mit Kräutern aus seiner Apotheke. Probier mal. Komm schon. Nur mal dran knabbern. Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht Labormaus für die Napfküchlein sein. Labormaus? Ist das ein Wissenschaftler dort, wo du herkommst? Nein. Das sind... nicht so wichtig. Ich nehme jetzt einfach den verdammten Schlüssel. Den Schlüssel lasse ich besser hängen. Ich will Magier werden und kein Schlüsseldieb. Hier zulande wird man bestimmt zu 1000 Runden im Laufrad verurteilt. Du bist so witzig. Ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald wieder. Solange passe ich auf deinen Garten auf. Jetzt wird's traurig. Das Ding da wurde... Da wird wohl jemand vermisst, was? Nimm dir den verdammten Schlüssel. Lasse ich. Witze. Komm, bitte, bitte keine schlechten Witze. Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht Labormaus für die Napfküchlein sein. Und raus. Die Tür ist jetzt offen. Ich weiß. Hey, du! Das ist Privatbesitz. Raus aus dem Garten. Oh. Oh mein Gott, da hat er mich jetzt aber total überrascht. Habt ihr das eben gesehen? Habt ihr die Stimme erkannt? Das war die Maus. Das war die Maus, von der ich gesprochen habe. Das war sie. Ganz definitiv und eindeutig. Dieser. Naja. Was mir aufgefallen ist, ne? Ich und ein anderer Let's Player, dessen Namen ich nicht nennen brauche, glaube ich. Ja, Moment mal. Was geht denn jetzt an? Achso. Auf jeden Fall ich und ein anderer Let's Player, dessen Namen ich nicht zu erwähnen brauche, weil ihn jeder kennt. Wir ergänzen uns unglaublich gut. Er nimmt zurzeit auch The Night of the Rabbit auf. Und ich habe festgestellt, dass die Dinge, die ich anklicke, die von ihm oft nicht angeklickt werden. Und andersrum, die Dinge, die ich irgendwie vergesse, die werden von ihm gesehen oder entdeckt oder angeklickt. Und ja, ich finde, wir ergänzen uns da ziemlich gut. Das will ich anfassen. Einmal heißer Kaffee. Das klappt so nicht.
Ja, da ist ein Handsymbol, mein Freund. Ein Handsymbol. Komm hier, nimm mit. Ding. Extravagant. Ich hätte gerne... Mein Name ist Anja. Hallo, Anja. Willkommen in meinem kleinen Baumstammcafé. Hallo, ich bin Jerry. Du bist ja zuckersüß. Ah, wie niedlich. Jerry hat eine Freundin gefunden. Ich finde, Strawberry sollte hier auch irgendwie mitsprechen. Weil sie ihre Stimme einfach anbieten würde für solche Figuren oder für das Hipster-Mädchen, was auf ihr Paket wartet. Das Geräusch eben, das klang ja gefährlich. Aber ja, gefährlich lecker. Ich erschaffe etwas, was kein Mauswalder bisher gesehen hat. Explodierende Kekse. Wäre eine explodierende Torte nicht besser? Vertrau mir, Zuckerstück. Es wird Pfannkuchen-tastisch. Ich hoffe, der Junge, den ich babysitte, wird auch ordentlich Spaß daran haben. Der kleine Humbert ist etwas schwierig. Alle denken, er wäre ein gemeiner, verzogener Junge. Aber für begabte Kinder ist es sehr schwer, unterfordert zu sein. Vielleicht bringen ihnen meine neuen Kekse etwas auf Trab. Für begabte Kinder ist es sehr schwer, unterfordert zu sein. Was redest du, Mädchen? Oh, bla 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 bla. Blausaft. Ich soll Blausaft und Gebäck fürs Wipfelfest bestellen. Oh, ist es schon wieder soweit? Wie schön. Ich werde viele, viele Napfkuchen backen. Und wie ist es mit diesem Blausaft? Tut mir leid, Zuckerpflaume. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Die haben seit Tagen schon keinen Blausaft mehr geliefert. Sie wohnen am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Okay, mach ich, Schnitte. Man sieht sich. Bis später. Pass auf dich auf. Halt die Ohren steif. Yeah. Okay, das war jetzt ein cooler Abgang. Wie in der Realität. Genauso wie in der Realität. Ja, ich werde auch seufzen, sollte diese Aufnahme wieder daneben gehen und flalalaloppen. Okay, und nun ab zu den Kleinkriminellen. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass ihr... Das will ich haben. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Was ist deine Hand? Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Oh, was ist das? Du hast einen magischen Tautropfen gefunden. Was es mit diesem Tautropfen wohl auf sich hat? Oh. Ich gebe zu, das habe ich bei Gronkh abgeschaut. Ich schaue sein Let's Play neben meinem. So parallel, deswegen sind wir auch immer ungefähr auf mehr oder weniger einem Level. Mehr oder weniger, ja. Hallo Kirchenmaus. Kommen Sie näher, bewundern Sie mehr, aber passen Sie auf, dass Ihnen die Augäpfel drin bleiben. Obwohl das auch kein Problem wäre, denn wir haben hervorragende Glasaugen unter all den Dingen, die Sie hier verboten günstig erstehen können. Verboten günstig bei Kirchenmaus und Sohn. Glasaugen? Und noch viel mehr! Bei den wandernden Händlern Kirchenmaus und Sohn gibt es alles, was Sie schon immer haben wollen werden und brauchen werden, obwohl Sie nicht wissen, dass Sie es wollen werden oder brauchen werden wollen. Sie reden wie ein Schauspieler. Lustig, dass du das sagst. Aber jetzt geht's ums Geschäft. Wessen bedarfst du denn, Junge? Kirchenmaus und Sohn haben alles. Also, ich suche nach dem Videospiel Mega Man X für den Super Nintendo, was auf eBay für immens viel Geld über die... Also erst verschickt wird, weil das so, keine Ahnung, Geld, da voll der Preisboom. Ich habe meins für 20 verkauft an meine Cousine, aber jetzt möchte ich neues haben. Haben Sie da was? Ja. Ja, der Blick sagt alles. Natürlich nicht. Okay, na dann. Ich suche was Leckeres. Ahornsirup-Käsekuchen mit Walnüssen? Viel besser noch.
Ein Matschkuchen mit Zweigen und Steinen in der Form eines Herzens. Matschkuchen? Ich glaube, ich habe gerade keinen Bedarf. Er ist äußerst realitätsgetreu. Matschliebhaber wissen, wovon ich spreche. Nicht wahr, mein Sohn? Bald wird er den ganzen Laden hier übernehmen. Dann gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand. Bald kannst du deine eigenen Matschkuchen verkaufen. Junior? Er ist schüchtern, aber ein grausam guter Geschäftsmann. Ich glaube an ihn ganz, ganz fest. Hörst du? Junior? Es ist so schön, den eigenen Lebensabend abgesichert zu wissen. Nun, dann nimm für dieses Mal einfach unser kleines, aber feines Werbegeschenk entgegen. Ein roter Faden für dich. Komm, ich bind dir den Faden an deine lustige, runde Münze. Münze? Die hier übrigens nicht als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Sehr dekorativ, danke. Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich bald zurückführen zu Kirchenmaus und Sohn, wenn du denn Bedarf an schönen Dingen hast. Dingen jeder Art. Suchst du schöne Dinge? Kleine Dinge? Runde Dinge? Tolle Dinge? Volle Dinge? Leere Dinge? Schwere Dinge? Dinge mit Zucker? Dinge mit Matsch? Ja. Quatschdinge? Okay. Suchst du Dinge? Komm zu Kirchenmaus und Sohn. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Bald werde ich mein Geschäft meinem talentierten Sohn übergeben, damit ich mich auf der Kokospalmeninsel zur Ruhe setzen kann. Wir sammeln nur noch genug Geld für die Reise zusammen. Stimmt's, Junior? Junior? Vielen Dank. Ich werde mich sicher an euch wenden, wenn ich... Dinge brauche. Sachen haben wir auch. Gut. Dinge und Sachen. Und Zeugs. Dinge, Sachen und Zeugs. Du hast's erfasst. Denn in besonderen Momenten habe ich immer Nadel und Faden dabei. Jetzt fehlt mir noch eine Nadel und dann... Ach ja, ich bin ein Nagel und keine Nadel oder so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Oder nicht. Keine Ahnung, egal. Schaut das Let's Play, dann wisst ihr Bescheid vielleicht. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und dieser Sound. Eine Art von Bernstein-Ding. Gut, dass keine Krankenwagen. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob ein Krankenwagen vorbeifährt. Ich weiß nicht, ob es mit aufgezeichnet wird, aber... ich hoffe nicht. Riesige braune Pilze. Die riechen nach nasser Erde. Beiß so mal sind rein. Mir Pilze viel lieber als in Mamas Salaten. Ja, das kenne ich vor allem. Gekochte Pilze finde ich irgendwie. Ich war ja neulich auf dem Pfannkuchenschiff. Pfannkuchenschiff. Und da gab es halt eben auch so Champignons. Hier kann man ins Rathaus gucken. Das alte Eichhörnchen Jonathan hat mich schon gesehen. Er winkt mit dem Spazierstock. Ich glaube, der hat Angst, dass ich durchs Fenster ins Rathaus einsteige und drinnen über seine Bücher laufe. Würde ich nie machen. Zumindest nicht, solange mich dabei jemand sieht. Das ist gut. Ein trauriges Menschengesicht hinter Efeu. Wer das wohl gemalt hat? Findest du es wirklich so traurig? Ich finde, es geht relativ neutral. Blick auf Mauswald. Schöner Ausblick. Von hier aus kann man das Café und die Stadtmauer sehen. Und eine von den Kanonen der Mauswachen. Eine ganze Stadt passt unter den Baum. Wer sich da oben in der Krone des Baumes einen Kobel baut, hat sicher einen super Ausblick. Ein Kobel? Was für Worte, die ich alle nie in meinem Leben gehört habe. Oh, hier, was ist das? Noch einer. Tja, wo kommen die her? Was ist das? Noch so ein Tropfen. Meine Güte, wie viele gibt's denn von denen? Und den einen hätte man fast gar nicht gesehen. Also jeder, der einen kleinen Monitor hat und so, der
wird schon seine Freude daran haben, diese Dinger zu suchen.